In Deutschland ist es an mehreren Orten zu Messerangriffen gekommen. In Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz wurde bei einer Auseinandersetzung ein Mensch getötet. Gerüchte, es wäre ein Amoklauf gewesen, wies die Polizei zurück. Und auch, dass es mehrere Verletzte gegeben hat. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In einer Straßenbahn in Dresden ist ein Mann durch Messerstiche ebenfalls getötet worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Das Opfer und der Verdächtige sind laut Polizei Somalia. Und in Hamburg wurde ein Mann nach einem Streit getötet. Auch hier wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Bei allen drei Vorfällen sind die Hintergründe allerdings noch unklar. Und damit blicken wir nach Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz zu Daniel Koop. Guten Morgen, Daniel. Gibt es denn jetzt nun neue Erkenntnisse zu diesem Messerangriff? Also man muss ganz klar unterscheiden, Carsten, es gibt bestätigte Informationen und es gibt Informationen, die wir jetzt hier auch von den Menschen aus dieser kleinen Gemeinde erhalten haben. Ich hatte heute Morgen noch einmal die Möglichkeit, mich mit der Polizei zu unterhalten. Da hat man mich jetzt erst einmal an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Aber man muss ganz klar sagen, an einem Wochenende muss man da von einer Behörde nicht so unheimlich viele Informationen sich erhoffen. Was uns die Menschen hier heute gesagt haben, es soll eine Geburtstagsfeier hier gegeben haben, ganz in der Nähe. Wir stehen hier, man kann es im Hintergrund, glaube ich, erkennen, vor einem Gasthof. Und bei dieser Geburtstagsveranstaltung soll es dann in irgendeiner Weise zu einer Eskalation gekommen haben. Wahrscheinlich war da auch relativ viel Alkohol im Spiel. Dann war es wohl so, dass ein Mann, der angeblich, aber wie gesagt, das sind alles bisher noch unbestätigte Informationen, aus Belgien stammen soll, die Straße runtergelaufen und hat dann auf mindestens eine Person dann erst einmal eingestochen. Und dann kam es zu der Situation, dass eine Frau, sie soll Mitte 40 ungefähr sein, war ganz in der Nähe hier von diesem Gasthof. Und Anwohner haben mir beschrieben, dass sie wahrscheinlich helfen wollte, dass sie wahrscheinlich eingreifen wollte. Aber dann hat der Mann wohl sofort auf die Frau hier eingestochen. Die Frau ist dann noch einige Meter weiter gelaufen, ist dann aber verstorben an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei war gestern mit einem Großaufgebot hier vor Ort. Es gab unter anderem auch das Gerücht, dass es sich hier um eine Amoktat, um einen Amoklauf handeln sollte. Da konnte die Polizei dann aber erst einmal Entwarnung geben. Daniel, aber generell, wenn wir auf die vergangenen Tage, Monate schauen, dann sehen wir, dass es in Deutschland ein immer größeres Problem mit Messerangriffen gibt. Warum? Ja, absolut. Also wenn man sich die nackten Zahlen da mal anschaut, alleine im letzten Jahr spricht man über mindestens 21.000 Messerangriffe in Deutschland. Und es ist ein sehr blutiges Wochenende jetzt gewesen. Also du hast es ja eben schon erwähnt, ein Zwischenfall beispielsweise in Dresden in einer Straßenbahn, ein Mann 40 Jahre ums Leben gekommen. Dann eine weitere Eskalation gestern in Hamburg in einem Hinterhof. Auch dort gibt es eine Person, die ums Leben gekommen ist. Also Messerangriffe werden immer wieder zu einem Problem. Und es gibt ja die Diskussion jetzt schon in vielen Städten, beispielsweise auch Waffenverbotszonen auch durchzusetzen. Auch bei der letzten Innenministerkonferenz war unter anderem ein Thema gewesen, ob man grundsätzlich beispielsweise an Bahnhöfen und in Zügen es verbieten möchte, dass man überhaupt Messer mitbringen kann. Das Ganze ist erst einmal gescheitert. Aber ja, diese Diskussion, die gibt es. Und die Zahl der Messerangriffe, das muss man leider sagen, da ist die Tendenz deutlich nach oben. Daniel, du wirst die Situation für uns in Bad Hönningen, Rheinland-Pfalz weiter beobachten. Danke erstmal für den Moment. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.